Vorrat schon zu Ende war. Das ist keine unter einer Breite. Major Vici im Anflug vom Norden. Sein Ziel ist die Felswand. Los geht's weiter. Über alle Punkte vor der Osten. Der Super Puma, das Super Puma Display Team. Geschwindigkeit etwa 140 Kilometer. Alle Fotografen der großen Quelle. Natürlich nach links und rechts, auf die rechte Seite und da wird es die schönen Bilder geben. Also jetzt noch einmal alle Handys, alle Kameras in die Höhe für ein Laser-Aid, ein Lights-Curve und Flaps.
Weiterhin Fliegen zu betreiben. Im Namen des Fliegermuseums Altenrhein lade ich Sie aber herzlich ein, dieses Flugzeug zu bestaunen. Hier eine letzte Flugzeug. Zwei Helikopter, jeweils mit einem Bambi-Bucket angehängt. Ein solcher Bambi-Bucket nimmt 2,5 Tonnen Wasser mit. Also hier werden wir in Kürze sehen, wie 5 Tonnen Wasser präzise, zielgenau über den Asphalt abgeleitet wird. Ich denke, diese Einsatzbereitschaft, dieses Commitment ist ein großes Dankeschön wert an die ganze LTE-Community. Dazu beitragen, dass solche Vorfälle nicht mehr passieren. Dazu muss natürlich am Boden jemand bereitstehen, um die Piloten in Empfang zu nehmen und zu fragen, warum das so geschehen ist. Der letzte Überflug hier findet mit Gear Down, also vorweg ausgefahren, statt. Alle Mitglieder des Swiss Paramedics sind Angehörige der Armee. Die meisten kommen aus der Fallschirmaufklärerkompanie 17. Zu uns gehören aber auch militärische Wettkampfspringer aus dem erfolgreichen Season-Kader. Sie sehen jetzt diese Spiraldrehungen. Mit Spiraldrehungen erreichen die Springer ein Mehrfaches der normalen Schrittgeschwindigkeit. In der Regel gilt, je kleiner der Schirm, desto schneller die Geschwindigkeiten. Und diese rot-weißen Navigator-Schirme, die werden auch in der vormilitärischen Ausbildung eingesetzt, in den sogenannten Sphärekurs. Gegen Westen, Sie sehen den Springer mit der großen Rauchkette, das ist Oberleutnant Bruno Lanz. Er zeigt uns die hohe Schule des Schirmflugs. Ich bin jetzt direkt verbunden mit Oberleutnant Bruno Lanz, der uns seine Eindrücke aus seiner Sicht kommentieren wir. Bitte, Bruno. Merci Dani, ich begrüße euch ganz herzlich und aus Leutenmusik 300 Meter. Ich habe mich da langsam auf den Weg, um zwischendurch zu fliegen. Oberleutnant Michel Remond, er ist der Patrouillenführer. Oberleutnant Thomas Fitsche, Korporal Jan Kasser und Oberleutnant Jan Vögelin. Und schauen ihn auf, wieder hoch über den Platz. Zum Defilé der Schweizer Fahne. Es ist der emotionale Höhepunkt. Die Fahne wird geflogen von Oberleutnant Amun Stalder und wir genießen seine ganze Präsentation mit der Nationalwitzelung. In Richtung Tal fliegt
kommt der letzte Gruß aus der Luft von unseren beiden Piloten, Porter 1 und Porter 2, geflogen von Almaty. Im Beta-Descent einen sehr, sehr steilen Sinkflug. Die Piloten gehören zu unserem Team. Im Anflug eine Hornet, eine PC-21 und eine PC-7. Angeführt in der PC-7 von Major Rodolfo Freiburghaus, dem Kommandanten der Fliegerstaffel 19. Er ist ehemaliger Patrouillenschlüssel und der F-18-Pilot. Maximalen Beschleunigung von ungefähr 7 bis 7,5 G. Bei 7,5-fachen Beschleunigung, welche auf den Piloten wirkt. Operieren wir die PC-21 50% günstiger, bei 90% weniger Emissionen. Dazu kommt eben, dass das Flugzeug komplett in der Schweiz entwickelt wurde. Das ist Swissness pur, meine Damen und Herren. Le pilote PC-21 est et qui est conçu pour une large éventail de missions d'entraînement. L'armée suisse possède 8 appareils depuis janvier 2008. La Suisse forme ce compagnon de jet avec le cockpit est très similaire à celui d'un FA-18, ce qui permet à la nouvelle génération de se familiariser très tôt avec le même environnement. Demonstrieren wir die Feuerkraft einer Grenadiergruppe. Folgende drei Waffensysteme werden Sie nun live erleben. Das Präzisionsgewehr 04, leichte Maschinengewehr 05 und die Panzerfaust 95. Diese Demonstration ist als isolierte, komprimierte Darstellung dessen verbunden.
eigentlich nur kurz bevor die Einsatzdistanz ist. We hope you enjoyed the show as much as we did. Thank you very much for your interest and your support. And we hope to have left a lasting impression by today's display. From the west, 5 Pumas are approaching. Those 5 Pumas will transport
the invited guests by Air Force and Grand Swiss Armed Forces down into the valley. There's a safe and accident-free walk down into the valley. Please use the mountain trails only. Take care and have a safe trip home.